Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal von einem ganz, ganz anderen Drehort, und zwar von einer Baustelle, unserer Baustelle. Und wer mich die letzten Wochen verfolgt hat, der weiß natürlich, was ich damit meine, und zwar unser eigenes Haus. Und deshalb muss ich mich auch ein bisschen für die Beleuchtung hier entschuldigen. Es wird gleich wieder besser, denn ich zeige euch jetzt heute nur eine Stelle vom Haus, nämlich die wichtigste für euch. Und das ist der zukünftige Raum oder die zukünftige Ecke, von der aus ich filmen werde. Und zwar befinde ich mich hier in unserem zukünftigen Wintergarten, Glaserker, wie man es nennen möchte. Und ich habe hier, glaube ich, knapp 8 Quadratmeter, in die ich mich ausbreiten kann. Und also ich werde das mir entsprechend einrichten. Jetzt nicht so als typisches Filmstudio, sondern eher, ja, mir schwebt halt vor, viel Pflanzen, viel Grün, eine schöne Ecke, Beleuchtung etc. pp. Dass man das hier alles sich schön einrichtet und dann am besten mit zwei, drei Sesseln, so dass ich, wie ich schon angekündigt habe, verschiedene Leute mir einladen möchte. Personen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Ernährung, Sport. Alles so, was meiner Meinung nach die wichtigsten Themen sind, um ein schönes, angenehmes, zufriedenes Leben zu führen. Und deswegen habe ich mir auch einfach diese Ecke hier ausgesucht. Das ist, wie ihr sehen könnt, viele, viele Fenster und dementsprechend eine gute Belichtung. Die Tonqualität schaue ich mir nachher am Computer an. Und ich, ja, schicke euch einfach mal heute hier ein Vlog von hier, weil jetzt zum Glück mit Anfang März sind die größten Baustellen für uns persönlich abgeschlossen. Es ist alles, also fast alles vorbereitet. Nur noch ein paar Anschlüsse. Und das ist witzig, wenn ich das sage, weil ich stehe hier noch auf der Abdichtungsfolie. Hier ist noch nicht mal der Estrich drin, geschweige denn irgendein Fußboden, den wir uns ausgesucht haben. Und für uns sind aber fast alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wir brauchen nur noch die Anschlüsse von draußen. Und dementsprechend kann ich schon mal ein Video von hier drin machen. Verzeiht mir bitte, dass ich euch nicht das ganze Haus zeige, weil ich halte mein Privatleben auch, wie es so heißt, privat. Und dementsprechend zeige ich euch aber erstmal nur diese Ecke. Ich bin gerade eben vom Flur hier reingegangen und ja, mein offenes Wohnzimmer zur Küche. So viel kann ich sagen, dass das Ganze einfach sehr offen und freundlich wirkt für unsere große Familie, Freunde und natürlich alle Menschen, alle Gäste, die ich hier einladen möchte. Also es wird wirklich ein wesentlicher Aspekt für mich werden, dass ich Menschen hierhin einlade und denen ihre Fachkenntnisse mit euch teile, weil meine Reichweite ja so langsam zunimmt. Wir haben ja jetzt knapp, also wir haben etwas mehr über 20.000 Aufrufe im Monat geschafft, teilweise sogar 23.000 schon. Ich hoffe, es bleibt dabei, weil ich habe möglichst viele Menschen in gesundheitlicher, persönlicher, also Persönlichkeitsentwicklung und auch mentaler Hinsicht dann, ja, unterstützen möchte. Und dementsprechend ist es ja interessant, wenn man das Wissen von anderen auch teilt und ihr nicht nur immer mich reden hört. Genau. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Haus, könnt ihr natürlich gerne stellen, beantworte ich euch gerne, wenn ihr so Fragen habt. Wenn ihr Ideen habt für Videos oder vielleicht jemanden, wo ihr sagt, ah, den müsstest du dir mal zum Interview einladen, zum Gespräch. Ihr könnt euch die Videos mit dem Christian nochmal angucken. Das ist so ein Beispiel, wie ich das vorhabe. Vielleicht noch eine Stufe hochwertiger, eine Stufe besser, dass man halt sagt, man kann Leute zum Interview einladen und ja, denen halt die Fragen stellen. Sie teilen ihr Wissen. Vielleicht habt ihr jemanden, den ihr sagt, ah, schreibt den doch mal an, ruft den doch mal an. Vielleicht kriegst du den ja dazu. Könnt ihr mir auch reinschreiben. Ansonsten Videoideen, Fragen, alles von mir aus auch zum Haus, alles in die Kommentare jetzt. Und am Mittwoch gibt es dann wieder reguläre Videos. Dankeschön, wie immer, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.